Süden in den Norden gefahren und haben uns da mit den anderen getroffen. Mein Freund war so lieb und hat mich zum Hauptbahnhof gefahren, von wo ich dann mit dem ICE nach Hannover gefahren bin, mit dem Direktzug. Es war eine total entspannte Zugfahrt. Ich habe ungefähr 3,5 Stunden ohne Umsteigen gebraucht. Und es war echt cool. Ich habe Podcasts gehört, Musik gehört und gelesen und viel aus dem Fenster geschaut und habe mir einfach die Umgebung angeguckt und habe einfach die Fahrt genossen und habe mich mega, mega auf die anderen gefreut. Ihr müsst wissen, ich kannte keinen persönlich von dort. Also ab und an hat man mal geschrieben, aber man hat sich noch nie gesehen. Und ich war auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Aber ich hatte mega Bock auf das Wochenende. Und ja, die Zugfahrt war, wie gesagt, ganz entspannt, um ja, sich drauf einzustimmen auf das Wochenende. Seht ihr eine kleine Roomtour von unserem Apartment? Das hat der liebe Alex gebucht für uns. Die Toilette war echt gewöhnungsbedürftig. Und die Wohnung allgemein war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier, nicht vergessen, immer Licht aus. Und wir kamen auch in die Wohnung rein. Und das erste, was wir gesehen haben, war ein auf den Boden gefallener Kaktus, wo die ganze Erde einfach auf dem Boden lag, weil das Fenster irgendwie aufgeflogen ist wohl und der Kaktus dann runtergefallen ist vom Fensterbrett. Und aber so sah das alles aus. Und da haben Marcy und ich geschlafen in dem Zimmer. Und da haben wir auch tatsächlich mein Video aufgenommen, ja, in dem Zimmer. Und dann sind wir auch tatsächlich schon losgewandert und sind in die Stadt gelaufen. Nein. Weil da hat die liebe Marlene auf uns gewartet, mit dem Luke, ihrem Freund. Und wir sind zusammen ins Fabiano und haben uns da was zu essen gegönnt. Und da habe ich mir so eine Hawaii-Pinsa, glaube ich, hieß das. Und es war sehr, sehr lecker. Jeder hat sich einfach was bestellt. Und dann sind wir ein bisschen durch die Stadt gelaufen und haben ein paar Bilder gemacht, auch von der Gruppe und so. Auch ein Zalando Outlet und Zara und richtig schöne Läden, wo wir einfach so ein bisschen geguckt haben. Und manche haben sich was gekauft, manche auch nicht. Und viele haben Vlogs aufgenommen, so wie Marlene zum Beispiel auch. Das sah ganz witzig aus, wie wir dann alle mit so Kameras und Handys herumgerannt sind. Und danach waren wir noch in einem Aldi. Wir hatten in der Wohnung nämlich keine Seife, deswegen hat der Marcy uns Seife gekauft. Das erzählte da gerade. Und ein bisschen was zum Frühstücken. Also, da seht ihr so nochmal Brot, so Aufbackbrötchen mit Nutella und Philadelphia, so ein Aufstrich. Und der Alex hat sich noch so Duck-Kekse gekauft. Und das war der Abend, der erste Abend, an dem wir dann auch schon die ersten Videos aufgenommen haben. Und wir hatten irgendwie alle Kamera und Mikros dabei, aber keiner hat irgendwie ein Stativ oder irgendeine Art von Licht dabei. Deswegen mussten wir improvisieren. Das Stativ war dann eine Leiter und das fand ich so witzig, wie wir alle dann durch die Wohnung gelaufen sind und so sah das aus, weil wir alle verschiedene Trigger gesucht haben und unser Setting sah dann so aus, dass wir ein Handy-Licht benutzt haben als Licht und eine Leiter als Stativ und wir saßen alle im Hintergrund. Das ist übrigens, glaube ich, das Video von entweder Alex oder von Marlene. Schaut da gerne nochmal bei denen vorbei. Die Videos sind echt gut geworden. Und wir sitzen da auch alle fleißig im Hintergrund. Und man sieht uns da auch immer im Video, wie wir da die Sounds genießen. Es war mega, mega witzig und mega, mega cool. Und am Abend sind wir dann noch los, ein bisschen was essen. Die zwei haben sich
Salat bestellt.
war sehr, sehr lecker. Und als wir dann fertig waren, sind wir auch schon wieder zurück in die Wohnung gelaufen und haben uns dann auch schon Bett ready gemacht. Und das war schon der nächste Morgen. Da haben wir uns die Aufbackbrötchen gemacht und alle gemeinsam gefrühstückt. Philadelphia mit Gurke oben drauf und Nutella. Und haben dann auch die letzten zwei Videos für Max und meinen Kanal aufgenommen. Auch wieder Setup, ja, wie gesagt, sehr provisorisch, aber es hat funktioniert. Und ja, auch hier seht ihr, wie wir einfach alle durch die Wohnung laufen und gucken, welche Sachen, welche Sounds machen, ob das gut ist. Und ja, das war sehr, sehr witzig. Und so sah das dann an dem Tag aus. An unserem letzten Tag von dem Wochenende, wo wir dann noch Videos aufgenommen haben. Und das ist genau das Setup, wie ihr in meinem letzten Video sehen könnt. Und so hat jeder seine zwei Trigger machen können. Und so haben wir das eben aufgenommen. Und die Videos könnt ihr auf fast allen Kanälen, glaube ich, jetzt schon anschauen. Deswegen sich mal so kennenzulernen und nicht nur übers Schreiben oder über Videos angucken, sondern so richtig persönlich.